Servus, grüezi und hallo. Hallo. Na, alles gut, hoffe ich, bei euch. Das ist schön, dass ihr wieder mal zugeschaltet habt bei So sei es. Also, was so gerade auf der Weltbühne passiert, überrascht mich persönlich nicht. Allerdings wollte ich all denjenigen, die so langsam so ein bisschen Schiss kriegen, wenn sie die Taten sehen, die da ja uns präsentiert werden, sag ich mal, im Fernsehen. Ich persönlich weiß ungefähr schon, was so passiert, aber einen Fernsehanschluss oder einen Satellitenempfang habe ich seit über 10 Jahren nicht mehr. Wenn ich so, ich sag mal, bei meinen Eltern mal zu Besuch bin und da das übliche Tagesschau-Zeug läuft, muss ich sagen, dass ich mir sehr oft an den Kopf packe und das gar nicht glauben kann, was die da so verzapfen. Naja, aber gut, das ist eine ganz andere Geschichte, obwohl in die Richtung geht's schon. Wir liefern jetzt Panzer, jawohl, damit der Krieg gegen Russland nochmal so richtig Fahrt aufnimmt. Ne? Herr Zelensky bedankt sich recht herzlich, ja, höflich ist er ja. Und möchte jetzt auch Langstreckenraketen haben und ja, Kampfflugzeuge oder sowas ähnliches. Ach, wie sie das langsam so aufschaukeln, ne? Und so ein bisschen mehr, ja. Die Salami-Taktik, die hat ja schon öfter mal funktioniert, ne? So in den letzten 2 Jahren oder 3, wenn ihr versteht, was ich meine. Immer mal so ein bisschen noch, ein bisschen mehr. Ach komm, wo wir gerade schon da sind, dann können wir auch noch ein bisschen mehr. Tja. Was kann man davon halten? Da kann man halten davon, was man will, meine lieben Geschwister. Nur eins kann ich euch sagen. Ich empfehle euch dringend, keine Angst zu haben vor dem, was passiert und was hier so langsam an Szenarien aufgebaut wird. Es ist an Widerwärtigkeit, von welcher Seite auch immer. Komm, machen wir uns nichts vor. Wer weiß, wer wo mit wem zusammenarbeitet, der Teufel hat überall seine Hände mit dem Spiel, überall, wo keine Liebe ist. Und ich sehe weder hier noch dort Liebe. Ich möchte gar nicht näher darauf eingehen, ist auch vollkommen irrelevant. Relevant allerdings ist, dass wir Szenarien jetzt vor unseren Augen sehen, die durchaus schon vor 2000 Jahren niedergeschrieben wurden, wenn ihr mal versteht, was ich meine. Kriege und Kriegsgeschrei, ich habe des Öfteren schon mal auf meinem Kanal darauf hingewiesen, weil ich finde, das ist eine ganz, ganz wichtige Stelle. Die Wehen der Geburt einer neuen Zeit werden dort beschrieben. Und Wehen, wissen wir, zumindest alle die, die Eltern sind, vor allen Dingen die Frauen, will ich meinen, die wissen schon ganz genau, wie weh die tun können. Halleluja! Ich persönlich hatte das Vergnügen, 3-mal in meinem Leben bei einer Geburt dabei gewesen sein zu dürfen. Und doch, das tut er schon beim Hingucken weh. Ach, ihr Frauen, seid ihr leidensfähig. Da habt ihr uns einiges voraus. Jeder hat so seine Talente und Leidensfähigkeit, gehört, glaube ich, bei Männern nicht so unbedingt dazu. Naja, wie dem auch sei. Also, was will ich mit diesem kleinen Video ja eigentlich sagen? Habt keine Angst. Vertraut Jesus Christus und vertraut der frohen Botschaft, die da verkündet wurde. Bleibt im Vertrauen, meine lieben Brüder und Schwestern. All das, was jetzt passiert, gehört mit zum Prozess dazu. Ja? Es ist schmerzhaft, es ist ekelhaft anzusehen. Und ich empfehle jedem von euch, denjenigen, die diesbezügliche Entscheidungen treffen, sowas wie Panzerlieferung, hasst diese Menschen nicht. Hasst sie nicht. Hasst sie nicht. Ganz im Gegenteil. All denen es möglich ist von euch, liebt sie, schickt Liebe dorthin, bittet den Vater, bittet den Herrn vielmehr. Oder bittet den Vater durch den Herrn, jetzt sind wir aber so weit. Um Liebe für diese ganz offensichtlich vollkommen verblendeten, blinden Menschen, deren Bösartigkeit noch von ihrer Dummheit getoppt wird. Schwer zu ertragen, das alles. Aber wie gesagt, wenn man weiß, was am Ende des Prozesses steht, ist man gewillt,
das alles zu ertragen? Was hat der Herr alles für uns ertragen? Hm? Was hat er alles ertragen? Und was musste er auf der anderen Seite auch schon so ertragen, wenn er uns so die letzten 2000 Jahre beobachtet hat und gesehen hat, dass da durchaus noch Potenzial nach oben gewesen wäre, wenn ihr versteht. Aber die menschliche Natur treibt uns natürlich zu dem ein oder anderen Sündchen und zu der ein oder anderen widerwärtigen Sünde, wie das jetzt hier auch der Fall ist. Ne? Du sollst nicht töten, das gilt für jeden. Und naja, wie dem auch sei. Möge dieser Prozess, sagen wir mal, göttlich begleitet werden, möge er abgemildert werden, wie auch immer der Vater das mit uns vorhat. Ich bin bereit, durch alles durchzugehen, weil ich weiß, wo ich hin möchte. Und das ist mit Sicherheit nicht dieses, wie soll ich sagen, diese Suppe, die wir hier Gesellschaft nennen, möchte ich nicht den Rest meines Lebens ertragen. Deshalb muss irgendwann mal anscheinend der große Knall kommen, wie auch immer der aussieht. Und damit meine ich eigentlich so insgeheim, sag ich mal, die Rückkehr des Herrn Jesus Christus, der versprochen hat, die Seinen, zu sich zu holen, um sie davor zu bewahren, das alles, was diesem Planeten noch bevorsteht, miterleben zu müssen. Deswegen seid ernst mit euch, seid streng mit euch. Ich weiß, es ist nicht immer leicht. Ich weiß das wohl. Aber jeder Millimeter, den wir näher zu unserer Wunschvorstellung kommen, ist ein gesegneter Millimeter. Also, versucht jeden Tag irgendwas abzuschütteln, was nicht konform ist mit dem, was Jesus Christus machen wollen würde. Ja? Stellt euch einfach mal vor, bevor ihr irgendwas macht, wo ihr Zweifel habt, und dann fragt ihr euch, würde der Herr das auch machen? Ja, das habe ich schon mal im Video erwähnt. Ich erwähne es gerne nochmal. Und dann habt ihr eure Antwort wahrscheinlich schon im Herzen gefunden, ihr Lieben. Ach, ist das schön. Also, seid nicht voller Wut und voller Hass gegenüber denjenigen, die uns jetzt ganz besonders aktuell jetzt hier tiefer und tiefer in den Krieg hineinreißen. Seid wiederum auch nicht voller Hass gegenüber anderen Menschen in anderen Regierungen. Wie gesagt, ich möchte gar nicht näher darauf eingehen. Das ist ein umfangreiches Thema und keiner weiß wirklich, was passiert, ganz ehrlich gesagt. Wir wissen das von den Faktencheckern, was die so alles checken. Die Fakten jedenfalls oftmals nicht. Naja, wie dem auch sei. Der Satan hat seine Designen hinausgesandt, um zu lügen und zu betrügen. Wo man auch immer hinguckt, man sieht überall nur noch Widerwärtigkeiten. Lügen und Ungerechtigkeiten. Naja, und das ist ein Zeichen der Zeit, deshalb sollten wir freudig darüber sein, auch wenn es manchmal wehtut, aber im Hintergrund habt immer die Hoffnung, dass genau das vorhergesagt wurde. Genau das. Und dass am Ende dieses unfassbar schmerzhaften Geburtsprozesses ein Kind steht. Und das Kind ist die neue Zeit mit Jesus Christus. Und ab dann können wir unser volles Potenzial, sag ich mal, genießen und ausschöpfen, wie auch immer. Wir können es jetzt hier schon probieren mit diesen widrigen Umständen, ganz besonders nett. Ja, ich meine, leicht kann jeder, ne? Und die trotz der widrigen Umstände noch in der Liebe geblieben sind und sagen, wow, das ist echt schon eine Maßnahme. Also das, wer das schafft, der wird eine gute Arbeit bekommen beim Vater. Hoffe ich zumindest. Also ich zähle mich jetzt einfach mal frech dazu. Naja, Leute, ich habe auch so manchmal meine Tage, aber die Liebe ist immer da, auch wenn man manchmal runtergedrückt wird von diesen widrigen Umständen. Aber bleibt dabei, bleibt bei der Stange. Es lohnt sich mehr, als wir uns das vorstellen können. Also, ich denke an euch. Ich wünsche euch was ganz was Feines und bis bald mal. Ciao, ciao.